Wölfen zu Grüße und hier bin ich wieder. Ich glaube, das ist Chiron. Ja, ich bin es. Ich bin Chiron, der große Chiron. Ich komme mal zu euch. Hallo, Hübschen. Ja, sag mal, wie sieht hier denn aus? Hm. So, ja. Also, ja, wo denn unsere Schwester dahin gelandet ist, bin ich mir jetzt doch nicht mehr so sicher, ob das so gut ist. Eigentlich hatte ich ja Rondra Geweihte für ehrenwert und vertrauenswürdig, aber seine Mutter war merkwürdig und er war auch schon sehr arg komisch. Was ist da? Oh, hier ist meine Truhe. Auf, ne? Ah, kann man gebrauchen? Was ist da? Ein halb zerrissener Zettel. Die neue Kadaverlieferung, wie immer dieses Jahr am Osttor. Mein Sohn fährt die Runde jetzt. Darunter in anderer Schrift: Wahrung ist befreit, du Dummkopf. Bring deine Lieferung nach Altzoll oder kipp sie in den Graben. Ich hoffe, du siehst das, bevor dein Sohn den Rondrianer in die Arme rennt und sich aufhängen lässt, weil der Idiot denkt, das gehört zum Prozedere. Okay, ja, schon mit fleißig. Fleißige Menschen, fleißig. Töchler, okay. Schauen wir uns mal an. Das sieht natürlich hier alles viel schöner und sauberer aus. Das ist ja klar. Was haben wir denn da stehen? Lesen. Ein Aushang. Bürger. Seid auf das Herzliche eingeladen zu der Vermählung des hochwohlgeborenen Falk von Arivor mit der schönen Kalendra. Die Festlichkeit findet. Punkt, Punkt, Punkt. Nirgends hat man Ruhe vor diesem Kerl. In deinem Kopf brüllt es zur Antwort: Du bist auf das Herzliche eingeladen in eine dunkle Gasse, wo Vater mich nicht aufhalten kann, wenn ich dir meinen Schwert bis zum Anschlag in den Schädel treibe. Okay, sei doch nicht so. Das ist doch Chiron. Ja, das bin ich, ja. Ja, sieh gerade den Hof, ja. Schön, schön. Wo ist denn hier die Händlerin? Ich hätte gerne was gekauft, aber das nächste. Ehrengrab von wem? Steht nicht drauf, ne? Steht ja nichts drauf, von wem das ist. Ja, warum Pflanzenkunde? Das nächste. Brauchen wir Pflanzenkunde für. So. Was haben wir denn noch? Oh, das hat mich echt eben angepisst, das mit dem Kampf. Ja gut, das seht ihr ja wahrscheinlich auch erst eine Woche später. So. Ja, ich bin's. Oh, hier ist eine Kiste. Eine Kiste hier rumliegen. Gestrecktes Bandpulver. Okay, wozu man das auch immer braucht. Man kann es verkaufen, bestenfalls. Ja, ich bin's, Chiron. Achso, da ja. Hier ist noch eine Kiste. Aber die ist zu. Die ist nicht für mich. Ist die Kiste für mich? Nein, auch nicht für mich. Dann schauen wir uns mal weiter um. Was haben wir hier? Nix. Nix. Kommen wir da rein? Nein, da kommen wir nicht rein. Ich gucke mich erstmal so ein bisschen um. Ne? So, was ist das? Oh. Eintreten. Nee, noch nicht. Oder? Oh, was ist das? Eine Truhe. Oh, ich bin neugierig. Geh mal runter. Geh mal kurz runter. Gucken wir mal. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, hier ist eine Truhe. Kupferkiesel. Und was ist das? Ein Silbertaler. Den kann man nicht öffnen. Okay. Vorräte. Schwarzkammer. Ja, da macht man sich die Ratten natürlich drüber. Dass hier so reichlich aufgetischt ist. Oh, da ist noch was versteckt. Gestrecktes Bandpulver, okay. Bandpulver kann auch nicht schaden. Ich weiß zwar nicht wofür. Aber haben ist besser, wir brauchen. Wir müssen auch ein bisschen Kohle machen noch. Wir brauchen hier noch ein bisschen. Hab, glaube ich, schon geplündert. Hey, ich hänge an der Fackel fest. Da können wir nichts mehr nehmen von.
Oh. Da geht's wieder raus, was da? Oh, Schloss knacken. Hm. Schade. So weit sind wir noch nicht. Aus dem Spiel. Oh, wir wollen ein bisschen länger gehen, glaube ich. Wenn wir dann alles andere irgendwann mal gelernt haben, müsste das ja noch ein bisschen interessanter werden. Hm. Kann ich mir vorstellen. Man kann auch sagen, dass es einfach nur da ist und nicht für uns gedacht ist. Keine Ahnung. Das muss man doch irgendwie erlernen können, die ganzen Sachen. Ich hoffe erst nochmal. Ja, hier waren wir schon, ne? Bin jetzt falsch rumgelaufen, so links. Genau, wir laufen mal so links. So. Aber wir haben hier 2 Punkte. Ah, Junge, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ansprechen. Seid gegrüßt. Schön, euch wiederzusehen. Ah, nein. Das ist... Da fällt mir ein, dass ich euren Namen noch gar nicht kenne. Chiron, warum auf einmal so förmlich? Nun seid ihr in der Stadt, Chiron. Man befleißigt sich hier etwas gehobenerer Umgangsformen. Eure Anwesenheit verrät mir, dass ihr Interesse an einem Auftrag habt. Oder gibt es andere Fragen, die ich euch beantworten kann? Ihr habt von einem Auftrag gesprochen. Nein, ich will keinen Auftrag von denen. Hier in der Stadt gibt es ein empfindliches Machtgefüge, müsst ihr wissen. Und gelegentlich haben wir mit der Garde ein paar Meinungsverschiedenheiten. Und dann gibt es Leute, die weder uns noch die Stadtgarde ernst nehmen. Worum geht es genau? Das Hurenhaus. Läuft der Laden etwa nicht? Doch, doch, aber wir haben nichts davon. Der neue Besitzer will einfach nicht zu uns gehören. Aber das ist merkwürdig. Zur Garde auch nicht. Er verdient sich ein goldenes Näschen und alle anderen Bürger schauen nur zu. Ich frage euch, ist das gerecht? Was genau soll ich dabei tun? Oh, dass man überhaupt keine Eingriffsrechte hat. Was ist denn das für eine Scheiße? Der Besitzer des Hurenhauses einen kleinen Besuch. Nee, will ich nicht. Abstattet und ihm nahelegt, aber ich werde gleich die Speicherung lang. Das ist kacke. Das gibt, was ihr zusteht. Eine Belohnung gibt es selbst. Dass man nicht gefragt wird. Was ist denn das für eine Scheiße? Mein Auftrag gehen. Ich will den Auftrag nicht. Ist dann Parel. Habe ich den Auftrag jetzt oder? Heimatbordell. Das Bordell. Auch die Stadtgarde ist auf mich aufmerksam geworden. Ich soll Hauptmann vorgehen am Hauptquartier treffen. Eventuell hat er weitere Aufträge für mich. Und kann mir helfen, das Varunka-Bürgerrecht zu bekommen. Bordell. Achso, zweimal ist das Bordell. Ein Kampf mit Borak scheint die Leute beeindruckt zu haben. Parel Notgelf, der Anführer des Kreuzkartells, will das für mich, für ihn, ach Mann, was lese ich denn da? Ich bin total neben der Spur, dass ich für ihn arbeite. So, er erwartet mich am Markt. Vielleicht kann ich so an das Bürgerrecht kommen. Na, wir werden das tun hier. Stadtkarte Hauptmann. Ich hoffe jetzt nicht, dass das angenommen ist, da. Ansprechen. Euer Gesicht sieht aus, als könnte es ein Tonikum vertragen. Du auch. Handeln. Nein, danke. Gehen. Auch nicht. War da was irgendwas, was ich brauchen kann? Jo. Grüße, Dorangrasch. Ich bin Chiron. Beelhalha hat mich zu euch geschickt. Er meinte, ihr seid auf der Suche nach fähigen Männern. Bist du denn ein fähiger Mann? Ich habe Borak besiegt. Angrosch Garaschmox, das warst du? Selbst und persönlich. Dann könnte dich die Stadtgarde wirklich brauchen. Interesse an einem Auftrag? Ja, was hättet ihr denn für einen Auftrag? Das Bordell in der Kreuzergasse. Sein Besitzer verdient mittlerweile so gut, dass sich das Kreuzerkartell für ihn interessiert. Schutzgeld, du verstehst? So, so.
Das Kreuzerkartell. Es gibt außerdem ein paar merkwürdige Gerüchte über die Dienste, die man dort anbietet. Widerliche Gerüchte, wenn du mich fragst. Erzählt. Sagen wir, die Mädchen dort sind vielleicht nicht alle so lebensfroh, wie sie sein könnten. Wer sollte denn sowas in Anspruch nehmen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht genügt eine Tracht Prügel, damit sich der Bordellbesitzer besinnt. Und natürlich wird sich die Garde auch nicht lumpen lassen. Wir zahlen gut. Kann ich also auf dich zählen, Junge? Entschuldigung. So, okay. Den nehmen wir. Ich soll also dem Bordellbesitzer eine Abreibung verpassen? Er soll kapieren, wohin Angrosch seinen Hammer hängt. Aber mach ihn nicht zum Krüppel, wenn's geht. Und was passiert, wenn ich wirklich Hinweise auf Nekromanten oder das Kreuzerkartell finde? Dann hätte die Garde endlich einen Grund, das Hurenhaus zu durchsuchen. Auch das Kartell würde das einsehen müssen und es gäbe keine Streitigkeiten. Darum musst du auch hingehen, Junge. Wenn meine Leute in der Kreuzergasse auftauchen, gibt es nur Ärger mit dem Kartell. Verstehe. Okay. Na, ja, vor weiterer Person. Erzählt mir mehr über dieses Bordell. Da haben wir schon. Okay. Kreuzerkartell. Ihr meintet, das Kreuzerkartell hat den Besitzer des Bordells erpresst? Ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass ihr Anführer Parel es bald versuchen wird. Das Geschäft wirft schließlich immer mehr Gold ab. Wir können nicht zulassen, dass das Kartell noch mächtiger wird. Wenn wir das Hurenhaus in den Griff bekommen, dann kriegen wir vielleicht einen Kiesel vom Brocken. Einen was? Wir bekommen einen Kiesel vom Brocken, oder... Wie sagt der Großlinge noch? Einen Fuß in die Tür. Wir müssen auch in der Kreuzergasse Präsenz zeigen können, ohne gleich einen Krieg mit dem Kartell anzufangen. Das geht nur, wenn die Leute keine Angst haben. Erst letztens kam ein Bürger zu mir, dem ein Bernstein gestohlen wurde. Er hatte sogar ein Symbol des Sonnengottes Praios eingraviert. Also der Stein, nicht der Mann. Auf jeden Fall hat er sich nicht getraut, jemanden anzuzeigen. Und als Diebe kommen für mich nur die vom Kreuzerkartell in Frage. Denen ist nichts heilig. Könnte Falk von Arivor etwas mit dem Hurenhaus zu tun haben? Bei Angoschs Bart bist du irre? Weißt du, was du da sagst? Ich meine, ich kann diesen Schnösel auch nicht leiden. Aber dir muss er ja ziemlich ans Bein gepisst haben, wenn du sowas vermutest. Ich habe meine Gründe. Nun, dazu kann ich wahrlich nichts sagen. Vielleicht bekommst du von den Mädchen im Bordell ein paar Hinweise. Aber eigentlich kann es sich kein Rondrianer leisten, bei den Huren gesehen zu werden. Wäre schlecht für die Moral und so. Vor allem, wenn da wirklich Nekromanten ihre Finger im Spiel haben. Die Rondrianer würden den Besitzer bei lebendigem Leib verbrennen. Und sie hätten verflucht nochmal recht damit. Ausnahmsweise. Der Zweck gefällt mir. Höre ich da eine kleine Abneigung gegen Rondrianer heraus? Sie mögen ehrenhafte Krieger sein, aber die Drecksarbeit dürfen andere machen. Und wenn man denen einmal die Wahrheit sagt, packen die schon den Zweihänder aus. Für viele von denen ist die Welt nur schwarz und weiß, Feuer und Wasser. Dabei vergessen sie, dass es auch etwas dazwischen gibt. Das Graue, den Schlamm. Lass uns über was anderes sprechen, Junge. Okay, Nekromanten. Wieso glaubt ihr, dass der Bordellbesitzer an den Diensten von Nekromanten interessiert ist? Du weißt ja sicher, die Nekromanten haben sich in Wahrung jahrelang die Hintern breit gesessen. Daran haben sich die Leute irgendwann gewöhnt. Die Rondrianer verfolgen Nekromanten und Dämonendiener gnadenlos. Und ihr meint, das bringt nichts? Junge, ich habe schon Leute gesehen, die gingen lieber in den Tod, als ihre Gewohnheiten zu ändern. Das gilt für die normalen Warunker genauso wie für die vom Kreuzerkartell. Und leider sogar auch für meine eigenen Jungs. Manchmal muss man eben aushalten, dass die Leute Vorlieben haben, die zum Himmel stinken.
Da kann man nichts tun, außer sich die Nase zuhalten. Okay. Haben wir doch schon alles, ne? Oder? Vergosch? Statt gerade? Modellbesitzer? Modellbesitzer? Haben die nicht schon? Na, mach nochmal. Erzählt mir mehr über dieses Modell. Ah, haben wir schon. Okay, alles klar. Zurück. So, Stadtgarde. Nochmal langsam. Was genau tut die Stadtgarde in Wahrung? Man kann die Stadt nicht einfach sich selbst überlassen oder dem Kartell. Dann würde hier alles zum Drachen gehen. Wir sind für die Unterstadt zuständig. Jedenfalls für den Teil, den sich die Rondrianer nicht unter den Nagel gerissen haben. Verstehe. Nach der Befreiung haben sie ihren Teil der Beute abgegriffen. Richtig. Wir sind die Leute von Markgraf Sumuda. Darum halten wir uns aus den Angelegenheiten der Rondrianer raus. Ha, wenn's nach denen geht, ist die Stadt bald heiliger als ein Tempel. Und welche Rolle spielt das Kreuzerkartell? Das sind Verbrecher, die sich nur für ihren Profit interessieren. Schmuggler, Diebe und Mörder. Und ihr Anführer Parell ist der Schlimmste. So, dann Fergolosch. Erzählt mir doch ein wenig mehr über euch. Ich bin Fergolosch, Sohn des Faruk. 85 Jahre Kampferfahrung, die letzten 20 als Söldnerführer. Viele von meinen Jungs arbeiten heute noch für mich. Die Rondrianer haben Wahrung befreit. Und zumindest in der Weststadt herrschen sie ziemlich streng. Wozu noch eine Stadtgarde? Pah! Rondrianer! Vor denen haben die Leute Angst, aber keinen Respekt. Kein Wunder bei diesem Gerede von Ehre und Treue und so. Ich sage dir, Junge, man muss die Menschen kennen, um sie zu führen. Und ich kenne die Menschen. Darum bin ich hier der Hauptmann. Okay. Ich soll also dem Bordellbesitzer eine Abreibung verpassen? Er soll kapieren, wohin Angosch seinen Hammer hängt. Aber mach ihn nicht zum Krüppel, wenn es geht. Okay, haben wir schon. Und was passiert, wenn ich wirklich Hinweise auf Nekromanten oder das Kreuzerkartell finde? Dann hätte die Garde endlich einen Grund, das Hurenhaus zu durchsuchen. Auch das Kartell würde das einsehen müssen und es gäbe keine Streitigkeiten. Darum musst du auch hingehen, Junge. Wenn meine Leute in der Kreuzergasse auftauchen, gibt es nur Ärger mit dem Kartell. Verstehe. Okay. Danke für euer Vertrauen, Hauptmann. Nimmst du den Auftrag an? Natürlich. Jawohl, Hauptmann. Hervorragend. Der Besitzer der Dornenrose heißt Jakranor und du findest ihn in der Kreuzergasse. Viel Glück, Kairon. Dankeschön. Werden wir brauchen, glaube ich. Und ist gespeichert. Okay. Dann gehen wir mal los, ne? Was gibt's denn da noch zu gucken? Schauen wir mal rein. Ne? Achso, Sagen und Legenden anschauen. Kann ich anschauen. Aha. Was ist das? Achso, ja, Pflanzenkunde, natürlich, Pflanzenkunde. Oh, eine Kiste. Meinst du? Wenn die Kiste so offen stehen lässt, kann ich ja nichts für. Oh, eintreten, was kann man da sehen? Oh, unten gucken gehen, das ist ja so warm. Oh. Oh, Boy Grobschmied, alles klar. Das heißt, da wird alles voller Fallen sein. Alles klar, da gehen wir wieder. Naja. Wir sind also weit von entfernt, irgendwas machen zu können, so richtig, ja? Oh, was ist denn da dran? Oh, Schlosserknacken brauchen wir da. Das gehen wir gar nicht auf. Was haben wir hier? Hier brauchen wir wieder Pflanzenkunde, natürlich. Und da ist die Kiste jetzt nicht zu haben.
Na gut, wir haben uns angeguckt. Wir müssen hier lang. Alles klar. Tschüss, Zwerg. Also der Zwerg ist mir schon sehr sympathisch. Also gefällt mir gut. Hier ist nichts. Können wir da rein? Nein, können wir nicht rein. Dann gehen wir mal ins Bordell. Ja, brauchen wir Pflanzenkunde. Was ist das mit der Kiste hier? Die ist zu. Platz, ein Händler. Händlerin, ja. Warum nicht lang? Also ein Händler, das ist der Arsch. Oh. Wie hier lang? Kreuzgasse betreten. Oh. Das ist auch nochmal extra abgesperrt. Interessant. Besser nicht auffallen. Hier hast du schneller ein Messer in der Kehle, als du verfext sagen kannst. Ah ja. Ich würde hier nicht so rumlaufen, wenn ich du wäre. Aber ist ja dein Leben. Mhm. Ich will hier noch die Barrikade, hier noch diese Absperrung. Ich würde hier nicht so rumlaufen, wenn ich du wäre. Aber ist ja dein Leben. Na ja, so schön ist sie nicht. So was Hübsches. Was haben wir hier? Was willst du hier? Eine Faust ins Gesicht? Oh. Arschlöcher. Hm. Eine Reise ins Paradies für 10 Kreuzer. Oh, was da? Lesen. Zwischen den Balken hängt ein geöffneter Brief. Meine geliebte Plagida. Schon beim ersten Mal wusste ich es. Als wir uns zwischen den Kissen begegneten, war da mehr als zwischen zwei Körpern sein kann. Ich wage es nicht, von Liebe zu sprechen, aber meine Seele muss sich Luft machen. Plagida, was uns verbindet. Jemand hat die folgende lange Schilderung mit roter Tinte überschrieben. Liegt das bei euch in der Familie? Dein Vater und dein Bruder haben mir auch solche Briefe geschickt. Dolorosa sagt, so viel Blödheit kostet beim nächsten Mal das Doppelte. Okay, schön. Ist sie hübscher? Ja. Eine Reise ins Paradies für 10 Kreuzer. Ja. Ja, Prost. Da? Segen und Legenden. Kann ich nicht lesen. Schade. Was brauche ich dafür? Ja, benötige Rang 2. Komm, du kriegst mich mit meiner Schwester zusammen. Was ist da los? Die ist aber schon krank. Anschauen. Die Äste des Baums sind verwachsen. Der Stamm verkrüppelt. Wie von einer langen Krankheit. Aber er lebt noch. Etwas an diesem Baum lässt dir einen Schauer den Rücken herunterlaufen. Die Babys ab. Sind wahrscheinlich tot. Ach je. Grausam. Das ist eine Truhe. Hast du Lust? Was haben wir denn? Verdorbene Saphir. Reiner Alkohol, matter Topas und 2 Silbertaler. Wir lassen sowas an der Straße stehen. Um das Volk. Oh, die Süße. Geschäfte laufen, mein Freund. Ja, das ist schön. Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Entschuldigung. Ich hier was weitermache. Kann ich nichts machen. Was ist hier? Lesen.
Hinter dem Plakat hängt ein Steckbrief. Auf ihm ist das Bild einer jungen Frau, deren Gesicht halb von Haaren verborgen wird. Rayana unter Stein, gesucht wegen mehrfachen Raubs, Trickbetrügerei und Packtiererei mit den Schrecken der Niederhöllen. Der Steckbrief wurde überklebt mit dem Warunka-Wappen und dem Schriftzug »Verbrecherin wurde hingerichtet, Kopfgeld entfällt«. Mit ekelhaftem grünen Schleim und in ungelenken Buchstaben hat jemand dazu gekritzelt: Kopfgeld sofort zahlbar an Rayana unter Stein, ansonsten auch zu hinterlegen in der Ottengrube. Das muss ich nicht verstehen. Jetzt. So, ja. Was haben wir hier? Miscara Vitriol. Was es auch immer ist. Aber sonst ist hier nichts weiter. Kommen wir da von da oben? Was ist denn das? Wer ist denn das? Du wirst nicht glauben, was ich zufällig gefunden habe. Achso, ein Händler. Handeln wir mal. Hm. 19, so. Achso, ich hab die Waffen verbrauche ich. Nichts Tolles. Und so habe ich. Was haben wir da noch? Nichts Besonderes habe ich da. Einmal Matas Topas. Einmal Blech. Eine Bleikugel. Eine Bleikugel habe ich. Kupferkäse. Kupferkäse brauche ich auch nicht. Achso, ich habe mehr gehabt. Kupferkäse. Ein gestrecktes Bannpulver. Ich weiß nicht, wozu das Bannpulver gut ist. Das gestreckte Bannpulver ist gefährlich und geächtet. Dämonen müssen zu jedem Zeitpunkt kontrolliert werden können. Schmeiß ihn weg. Topas. So sumpf man, dass man ihn mit einem Bernstein verwechseln konnte. Also so stumpf. Also. Für Kenner hat er einen, wenn auch geringen Wert, immerhin. So, ein verdorbener Saphir. Berüchtigt und mit Kieseln verunreinigt. Immerhin sind Saphir selten, auch wenn diese Exemplar nicht besonders wertvoll ist. Okay, schmeißen wir den auf weg. So, alles klar. Das war's. Okay, nein. Tschüss. Was haben wir hier in der Kiste? Steinstaub. Okay, ja, wird. Sammeln wir erstmal wieder ein bisschen den nächsten Händler. So, ich muss das mal langsam aufmachen. Ist noch eine Truhe. Reines Alkohol, siehst du? Da finden wir genug. Ja, schön. Ich habe das Gefühl, sie sind alle gleich auf dem Alkohol. Die hat so Riesenbrüste. Das ist mir schon ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt. Ja, doch nicht alle gleich aus, ne? Oder? Bisschen anders, so. Das ist noch nicht Ruhe. Ich hoffe, so. Das ist hier nichts weiter, okay. Dann weiter geht's. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts. Naja, das können wir nicht. Tag. Oh, was ist da? Was ist da passiert? Haben wir ein stabiles Antidot? Ach, Schlüssel knacken geht nicht. Okay. Zinnschrott und
Hier ist auch runter. Ist auch eine Truhe nochmal. Ist ja nicht einfach eine Falle oder so. Langweiliger Keller. Nichts Brauchbares. Ah, hier sind Fallen. Okay. Uah. Gemein. Ja, ist das gemein? Falle, Scheiße. Gemein. Ja, zu das Ärger. So ein Ärger. Muss ich alles wieder neu zusammensammeln, ne? Startet bestimmt beim Zwergen. Hat er zuletzt gespeichert, glaube ich, oder? Na gut, dann gehen wir aber gleich direkt zum Auftraggeber. Wir haben ja nichts besonders Wertvolles gefunden. Wo sind wir hier? Schade, hinter der Tür, okay. Alles klar. Dann machen wir es gleich direkt auf. Besser nicht auffallen. Hier hast du schneller ein Messer in der Kehle, als du verfext sagen kannst. Schönes Wortspiel. Hau ab und guck nicht so! Halt die Fresse. Hallo, Süßer. Haben wir das schon gesehen? Ja, das haben wir schon. Dankeschön. Hallo, Süßer. Hallo, Süßer. Das haben wir auch schon gelesen. Nee, können wir gar nicht lesen. Das ist die Truhe. Ja, warte ich nicht. Okay. Hab dich nicht so. Doch. Ich brauche noch mindestens zwei Kunden heute. Hier war doch irgendwo eine Kiste noch. Die nehmen wir mit. Hast du die leer gemacht? Ja. Hast du die leer gemacht? Leer machen. Kisten leer machen, genau richtig. So. Dann geht's weiter. Oh, die Geschäfte laufen, mein Freund. Ich würde hier nicht so rumlaufen, wenn ich du wäre. Ja, du bist ja nicht. Genau, wollte ich sagen, du bist ja nicht ich. Und ich bin nicht du. Ne? So. So, ja, wir müssen was reißen jetzt, ne? Und so läuft die Zeit davon. Wollen wir ein bisschen vorankommen. Oh Mann, wenn ich das hier wieder so spiele, ich habe richtig Bock, wieder eine schöne DSA-Runde zu machen. Das kriege ich nicht geknackt. So, eine Kiste. Hey, nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, wie viel Kram wir mit uns nehmen können. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Will der? Gut. Brauchen wir auch ein bisschen ran. Ja, ist hier irgendwas versteckt noch, was ich haben möchte? Nö. Ja. Steht ganz cool rum. Ich stelle das gar nicht, dass ich jetzt mal in deren Lager reinrenne und dass man die Kisten plündert, weil das überhaupt möglich ist. So. Da ist nichts. So, wir müssen jetzt in die Richtung. Mal schauen, wo das ist. Hier irgendwo sein. Ja. Hier nicht, ne? Nein. Ich habe schon dran vorbeigelaufen. Scheint. Was willst du hier? Eine Faust ins Gesicht? Ne? Was ist denn das? Hä? Das ist ja ganz toll. Ah, hier ist das. Eine Reise ins Paradies. Warte, das ist ein Schild. 10 Kreuzer. Achso, ja, das haben wir schon gelesen. Geschäfte laufen, mein Freund. Da war ich schon. Den Eingang habe ich gar nicht bemerkt. Verzeiht, Schätzchen, aber heute ist das Bordell geschlossen. Geschlossen? Die Mädchen haben heute ihren freien Tag. Aber vielleicht kann ich euch weiterhelfen, Herr. Mein Name ist Dolorosa. Ich habe Tyakranor eine Nachricht zu überbringen.
Eine Nachricht? Was denn für eine Nachricht? Das kann ich ihm nur selbst erklären. Wo ist er? Nein, ich weiß es gar nicht. Ihr solltet jetzt gehen. Bitte, seid so lieb und verlasst das Bordell. Ich werde leider nicht gehen können, solange ich nicht mit Thyakra nur gesprochen habe. Wer hat euch hergeschickt? War es Falk? Falk? Nein. Falk von Arivor ist hier gewesen? Was hat er hier gemacht? Na, was man hier eben so tut, Herr. Er ist ein enger Vertrauter des Herrn Thyakra nur. Das macht Thyakra nur zu meinem Feind. Dann müsst ihr mir helfen. Ich bitte euch, ich flehe euch an. Thyakra nur ist wahnsinnig geworden. Er will alle Mädchen zur dunklen Mutter schicken. Er will sie umbringen? Warum? Er wird sie zu Untoten machen. Er meint, das ist günstiger und besser fürs Geschäft. Das klingt wirklich wahnsinnig. Es ist wegen der Seuche und der Ansteckung und wegen irgendwelchen Sonderwünschen. Ich... Bitte, bitte beeilt euch! Mehr Informationen? Dunkle Mutter. Ihr habt die Dunkle Mutter erwähnt. Was genau habt ihr gemeint? Ihr kennt die Dunkle Mutter nicht, Herr? Sie ist die Mutter der jenseitigen Familie. Ihr Mann ist der feurige Vater. Dazu gehören auch der sehende Sohn und die tiefe Tochter. Aber das darf man nicht zu laut sagen, nicht wahr? Thyakra nur sagt, dank der Dunklen Mutter ist der Tod keine Grenze mehr, sondern nur eine Schwelle. Und im Jenseits warten viele neue Aufgaben für jeden, der stirbt. Was hat Falk von Arivor mit dem Bordell zu schaffen? Er und Thyakra nur scheinen sich gut zu verstehen. Sie sind sowas wie Freunde. Dann unterstützt von Arivor Thyakra nur bei seinem Vorhaben, alle Mädchen in Untote zu verwandeln? Das weiß ich nicht. Aber letztens ist ein Mädchen gestorben, das sich ein bisschen verplappert hat. Falk will nicht, dass sein Name genannt wird. Ja, der Herr von Arivor ist eben etwas bescheidener als andere Rondrianer. Die kommen ja sonst auch gar nicht hierher. Warum habt ihr euch noch niemandem anvertraut? Nach diesem Bordell leckt sich halt Warung die Finger. Wem denn? Das Kreuzerkartell ist doch nur an Profit interessiert. Denen käme Thyakranors neue Geschäftsidee gerade recht. Die Garde ist in der Kreuzergasse nicht stark genug aufgestellt und verlangt Beweise, bevor sie irgendetwas tut. Und wenn die Rondrianer davon erfahren, hängen sie uns alle auf. Ich dachte, Ketzer werden verbrannt und nicht aufgehängt. Das war früher so. Heute wird das Brennholz zum Bauen gebraucht. Oh Mann. Erklärt mir noch mal in Ruhe, warum Thyakra nur die Mädchen zu Untoten machen will. Es war die Seuche. Vor dem Exodus sind viele Männer zu uns gekommen, die schon krank waren. Sie wollten ihre letzten Tage noch einmal genießen. Dadurch wurden aber auch viele der Mädchen angesteckt. Thyakra nur hat irgendwann begonnen, die toten Mädchen zu erheben, um die Lebenden zu schützen. Und ihr? Ihr habt wahrscheinlich freudig mitgemacht, wenn die Kunden Sonderwünsche erfüllt bekommen wollten. Nein, nein, so war das nicht. Diese Gäste kamen immer nur zum Schauen. Mir hat Thyakra nur gesagt, dass er die Mädchen nur zur Mahnung an die Nekromantenherrschaft erhebt. Und ihr habt ihm natürlich jedes Wort geglaubt. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hatte Angst. Okay. Genug jetzt. Wo ist Thyakra nur? Nehmt die Tür. Beeilt euch, bitte. So, welche Tür? Die Tür? Nein, da kommen wir rein. Ah, Kairon. Seid willkommen. Ich wurde bereits von eurer Ankunft in Kenntnis gesetzt. Wer hat euch von mir erzählt?
Euer Gönner, Falk von Arivor. Er sprach davon, dass ihr interessiert seid, euch ein wenig die Hörner abzustoßen. Ach, tatsächlich? Seid unbesorgt. Ich habe eine Vielzahl williger Mädchen, zwischen denen ihr nach Belieben wählen könnt. Welche meiner Wünsche hat euch Falk denn eröffnet? Ihr werdet bekommen, wonach euch gelüstet. Ihr erhaltet so viele Mädchen, wie ihr wünscht. Und ihr könnt sie zurückgeben, wann und in welchem Zustand ihr möchtet, Herr Chiron. Wie großzügig. Ich habe Falk von Arivor stets großzügig erleben dürfen. Ein feiner Mann. Und der einzige Rondrianer, der meinem Haus regelmäßig die Ehre erweist. Seid jedoch so gut und erwähnt ihm gegenüber nichts von meiner neuen Geschäftsidee. Ich möchte sie ihm persönlich mitteilen. Ich hörte, ihr habt da eine neue Geschäftsidee. Nun, eigentlich ist es keine wirklich neue Geschäftsidee. Als die Nekromanten hier noch herrschten, gab es Bordelle wie das meinige überall. Ich greife sozusagen eine alte Tradition auf. Und wie ihr seht, ich halte mich nicht schlecht. Ihr schon. Aber was ist mit euren Mädchen? Die Mädchen sind mir dankbar, dass ich und meine Leute ihnen beim Übertritt zur dunklen Mutter helfen. Sie haben dadurch nur Vorteile. Seht euch nur diese Grazien an. Meine Meisterwerke. Unermüdlich, unverwundbar und immun gegen jede Seuche. Gefallen euch die Mädchen auch so sehr? Nein. Nein, wirklich nicht. Der Exodus scheint eurem Geschäft genutzt zu haben. Eigentlich hatte ich damit gar nichts zu tun. Es hat sich so ergeben, dass Gamat, der Auszug der Kranken, zu einem bestimmten Zeitpunkt nahegelegt wurde. Falk meinte, er täte mir und meinem Geschäft einen Gefallen, wenn die Kranken meine Mädchen nicht mehr anstecken würden. Das war sehr rücksichtsvoll, aber nicht mehr wirklich nötig. Meine Leute hatten bereits die ersten Übertritte zur dunklen Mutter ermöglicht. Falk hat diesem Gamat den Exodus der Kranken aus dem Flüchtlingslager befohlen? Das müsstet ihr Derogenaden von Arivor persönlich fragen, der den Herrn Gamat weit besser kennt als ich. Genug gespielt. Ich bin nicht wegen der Liebesdienste hier. Seid ihr nicht? Aber ihr wurdet mir doch angekündigt. Mich interessiert es einen feuchten Dreck, was Falk von Arivor euch gesagt hat. Wer zum Namenlosen hat euch hierher geschickt? Ich bin im Auftrag der Stadtgarde hier. Hauptmann Fergolosch wird euer Tun nicht länger dulden, Nekromant. Ihr könnt mir gar nichts anhaben. Falk von Arivor hält schützend seine Hand über mich. Ich gehe, wenn mein Auftrag erfüllt ist. Und eure Leute krümmen diesen Mädchen kein Haar. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Chiron. Zuerst werden die Mädchen zur dunklen Mutter gehen. Und danach ihr selbst. Männer, lasst den Übertritt beginnen. Oh, Mist. Scheiße. Hab ich gepennt. Entschuldigung. Das tut mir echt leid, dass ich so grottig schlecht spiele. Ja, ja. Spiel an. Ich hoffe, wir müssen nicht jetzt alles wieder von vorne machen, dass wir da an den Kampfort wieder starten. Hoffentlich. Ich habe mich gesehen, aber gespeichert. Ich weiß das jetzt nicht. Aber das ist ganz schön stark, ne? So. Ah, Chiron, seid willkommen. Ich wurde bereits von eurer Ankunft in Kenntnis gesetzt. Wer hat euch von mir erzählt? Euer Gönner, Falk von Arivor.
Er sprach davon, dass ihr interessiert seid, euch ein wenig die Hörner abzustoßen. Ach, tatsächlich? Seid unbesorgt. Ich habe eine Vielzahl williger Mädchen, zwischen denen ihr nach Belieben wählen könnt. Genug gespielt. Ich bin nicht wegen der Liebesdienste hier. Seid ihr nicht? Aber ihr wurdet mir doch angekündigt. Mich interessiert es einen feuchten Dreck, was Falk von Aribo euch gesagt hat. Wer zum Namenlosen hat euch hierher geschickt? Ich bin im Auftrag der Stadtgarde hier. Hauptmann Fergolosch wird euer Tun nicht länger dulden, Nekromant. Ihr könnt mir gar nichts anhaben. Falk von Arivor hält schützend seine Hand über mich. Ich gehe, wenn mein Auftrag erfüllt ist. Und eure Leute krümmen diesen Mädchen kein Haar. Ihr könnt mich nicht aufhalten, Kairon. Zuerst werden die Mädchen zur dunklen Mutter gehen. Und danach ihr selbst. Männer, lasst den Übertritt beginnen. Ist das schwer. Das wird noch ein bisschen dauern, Leute. Ah ja, Ladebildschirm. Noch mehr Heiltränke. Versuchen wir es nochmal. Ah, Kairon, seid willkommen. Ich wurde bereits von eurer Ankunft in Kenntnis gesetzt. Wer hat euch von mir erzählt? Euer Gönner, Falk von Arivor. Er sprach davon, dass ihr interessiert seid. Ach, seid... Okay. Seid ihr nicht? Ich bin im Auf... Ihr... Ich gehe... Männer! Lasst... Mann, Chef jetzt! Mehr. Ah, Mann! Scheiße!
Ja gut, Leute, das habe ich keinen Bock mehr. Und tschüss, sage ich nur. Machen wir es ein andermal weiter. Ich, ja. Wir sehen uns, wenn ich das geschafft habe. Ciao.